So einfach kann's gehen. Die Kartoffelmine explodiert bei Kontakt. Das Scharfmachen dauert jedoch etwas. Dafür haben wir damit eine sehr, sehr kostengünstige Pflanze. Und wir haben auch schon die Stabhochsprung-Zombies dabei. Die mag ich gar nicht so sehr. Weil die rennen ziemlich schnell. Zumindest solange sie ihren Stab noch in der Hand haben. Die Schaufel können wir jetzt auch jederzeit benutzen, um eine Pflanze zu entfernen, die wir versehentlich irgendwo platziert haben, wo wir sie nicht brauchen. Kartoffelmine kann ich euch auch gleich mal ein bisschen vorführen. Bei der Gelegenheit pflanze ich in der Zwischenzeit noch ein paar weitere Sonnenblumen. Weil damit kann man immer ziemlich günstig den ersten Zombie abwehren, der kommt. Mehr als eine Reihe Sonnenblumen brauche ich immer noch nicht. Tja, das macht eine Kartoffelmine. Wer da drauf toucht, ist tot. Wenn in der Umgebung noch ein paar Zombies stehen, werden die auch mitgenommen. Ideal geeignet, um vorher die Gegner mit Walnüssen ein bisschen aufzustauen und sie dann reinrennen zu lassen, alle auf einmal. Kann man schön viele Zombies auf einmal mitnehmen. Die Grundverteidigung steht ja eigentlich jetzt auch schon wieder. Es steht zumindest in jeder Reihe eine Erbsenkanone. Das macht ein Stabhochsprung-Zombie. Okay, die Kirschbombe war nicht. Die Kartoffelmine war nicht mehr rechtzeitig bereit. Okay, dem stelle ich mal eine Sonnenblume in den Weg. Stellen, weil die springen ja nur über die allererste Pflanze, die vor ihnen ist, und danach sind sie langsam. Da kann man ihnen so ein paar kleine billige Pflanzen in den Weg stellen. Immer eine gute Taktik. Und Sonnenblumen schaden dabei sowieso nie, weil die Kosten für die kriegt man sowieso wieder rein. Die Sonnenblume da vorne hat sich ja mittlerweile sogar schon ausgezahlt. So, eine riesige Welle nähert sich schon wieder. So. So, habe ich den Stabhochsprung-Zombie nicht mal mehr erwischt. Weil das die einzige Welle des Levels war, sind wir ja auch schon wieder fertig. Und jetzt kriegen wir die Hagelzuckererbse. Die Hagelzuckererbse verschießt gefrorene Erbsen, die den Feind schädigen und aufhalten. Das sind mehr oder weniger die Frost Tower. Einfach pflanzen und die machen genauso viel Schaden wie die Erbsenkanonen, aber sie verlangsamen den Gegner halt noch. Kosten dafür aber auch dementsprechend mehr. Aber es ist ein Preis, den man eigentlich gerne zahlt dafür, dass die Zombies verlangsamt sind. Und
Denn wie Wissenschaftler bereits durchgerechnet haben, ist eine Zombie-Apokalypse relativ harmlos, sofern die Zombies langsam sind. Ansonsten kann man allerdings keine Garantie für das menschliche Überleben geben. So, da haben wir wieder genug Sonnen für die letzte Sonnenblume. Und den letzten Rest, den pflanzen wir so. Spontan. Keine Sorge, das Spiel wird in etwas später noch ein bisschen interessanter, das verspreche ich euch jetzt einmal mal so. So, hier können wir jetzt mal die Hagelzuckererbse hinpflanzen. Und wie wir sehen, der Zombie wird verlangsamt. Bewegt sich nur noch halb so schnell. Schaden machen tun sie ja nebenbei auch noch. Also schade nie, wenn man solche Teile mal dabei hat. Langsam, dass ich jetzt wieder müde werde. Also ich glaube, ich mache die ganzen Level vom ersten Teil noch fertig und dann mache ich eine Aufnahmepause. Denn ob man es glaubt oder nicht, auch Gamer müssen irgendwann mal schlafen. So, ihr seht übrigens schon in diesem Level, dass wir hier zwei Wellen haben. Das heißt, nach der ersten Welle ist noch nicht alles vorbei. Bauen wir doch mal die Verteidigung ein bisschen weiter aus. So viele schön verlangsamte Zombies. Stabhochsprung-Zombies sind dann nicht mehr ganz so schnell. Dann bauen wir jetzt schön langsam eine Mauer aus Walnuss- und Kartoffelminen. Stabhochsprung-Zombie, mal schauen, wie weit der kommt. Der ist in die Kartoffelmine gerannt. Hagelzuckererbsen machen das Ganze schon relativ einfach. Und
eine einzige Kartoffelmine und der Verteidigungswall ist komplett. Jetzt sieht es doch schön aus, sobald sich die Kartoffelmine zumindest ausgegraben hat. Und wir haben über 1000 Sonnen. Sogar 5 Sonnenblumen sind für so ein Level noch übertrieben. So, jetzt die Frage, spreche ich die wieder mit Kirschbomben weg oder lasse ich sie gegen die Verteidigung rennen? Ach. Wozu haben wir die Kirschbomben da? Nochmal die mittleren drei Reihen wegsprengen. Ja, da unten sind zwei Pylon-Zombies. Es kann ein bisschen dauern, bis die wieder weg sind. Schon mal einer kaputt, muss nur noch der zweite weg. Mal schauen, was eher weg ist, also was schneller ist. Die beiden Kanonen hier mit dem Zombie oder die Kirschbombe mit der Aufladezeit. Da waren die Kanonen schneller und da kriegen wir jetzt auch den Schnapper. Der Schnapper verschlingt einen Zombie, ist aber während des Kauens hilflos. Wir haben Eimer-Zombies dabei. Die halten noch mehr aus als die Pylon-Zombies, sind aber genauso langsam. Dafür haben wir diesmal aber auch keine Stabhochspringer dabei. Was bedeutet, ich brauche eigentlich keine Walnüsse. Und weil wir nur 6 Pflanzen auf einmal mitnehmen dürfen, muss ich mich jetzt entscheiden, welche Pflanzen ich mitnehme. Ich nehme jetzt mal die Schnapper nehme ich jetzt einfach mal mit, weil ich zeigen will, was die können. Mal schauen, wie viele Wellen hatten das. Sehen wir noch nicht. Sehen wir erst, wenn der erste Zombie da ist. Nur eine Welle. Okay. Schauen wir mal, wie weit wir den Rasen aufbauen können, bevor die eine Welle kommt. Wie gut, dass die immer am Anfang mit ihren gewöhnlichen Wald- und Wiesenzombies ankommen. Wenn die ganz am Anfang mal mit so einer Großinvasion kommen würden, dann hätte ich ja keine Chance. Aber die Wellen kommen zum Glück immer erst gegen Ende. So, den Zombie da unten halte ich mal so auf. Schon der erste Pylon-Zombie. Den halten wir besser mal so auf. So, und da kommt ein Eimer-Zombie. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ausreicht, um den aufzuhalten. Ich stelle das Ding hier noch mit dazu. Für
den Fall, dass er so nah hinkommt. Der Eimer ist auf jeden Fall wesentlich stabiler als eine normale Pylone. Ja, da sehen wir den Schnapper jetzt mal schön in Einsatz. Der schnappt sich nämlich einfach den Zombie, der da kommt, und frisst ihn auf. Und der kaut jetzt eine Zeit lang drauf rum. Und ja, wenn der mit dem Kauen fertig ist, dann kann er wieder einen weiteren Zombie verschlingen. Das Kauten dauert aber ein bisschen. Das ist der einzige Nachteil dran. Stellen wir am besten noch eine Kartoffelmine davor. Sind wir hier schon wieder bei der letzten Welle, da haben wir nicht mal genug Zeit gehabt, die Verteidigung komplett aufzubauen. So, komm. Springen wir den Eimer-Zombie einfach weg. Wozu haben wir denn die schönen Kirschbomben? Der letzte Zombie geht auch noch weg. Und da haben wir den Duplinator.